hat man uns nur erzählt, der Onkel Franz fährt jetzt weg und wird längere Zeit nicht mehr kommen. Das hat man mir uns erzählt. Und man hat immer ihn überreden wollen, mach doch diesen Fahneneid auf Hitler. Er blieb aber seiner Sache treu. Er hat einfach zu seinen Taten und Worten gestanden und ist ja auch dafür gestorben. Wer war Pater Franz Reinisch? Warum ging er für seine Überzeugung in den Tod? Am 22. April 2014 startet in Innsbruck eine Spurensuche. 5 Menschen möchten dem Leben und Sterben des Palutinerpaters nachspüren. Der Postulator des Seligsprechungsprozesses für Pater Reinisch, der Palutinerpater Dr. Heribert Niederschlag, der ehemalige Regens der Diözese Bamberg Martin Ehmke, die Filmemacher Angela Malier und Pascal Nachtsheim und die Fotografin Angela Nachtsheim. Ihr Ziel? Pater Franz noch näher kennen und verstehen zu lernen. 3 Etappen liegen in den nächsten 2 Jahren vor dem Team. Im Fokus die Orte seiner Kindheits-, Jugend- und Priesterjahre bis hin zu den letzten Stationen seines Lebensweges in Berlin-Tegel und Brandenburg-Görden. Intensive Begegnungen und beeindruckende Momente säumten den Weg der Reinisch-Reisenden. Kleine Puzzleteile, die sich zusammenfügten zu einem detaillierten Porträt über Pater Franz Reinisch. August 1942. Um 5.03 Uhr endet das irdische Leben von Pater Franz Reinisch unter diesem Fallbeil in einem Zuchthaus in Brandenburg-Görden. Der Palutinerpater hat als einziger katholischer Priester den Fahneneid auf Hitler verweigert. Eine Entscheidung, die das Naziregime nicht hinnehmen kann, dem Führer die absolut bedingungslose Gefolgschaft und Treue zu verweigern, das gilt in dieser dunklen Zeit deutscher Geschichte als Zersetzung der Wehrkraft und bedeutet das Todesurteil. Das Leben des Franz Reinisch beginnt an einem Sonntag im Jahr 1903. Am 1. Februar, dem Fest des heiligen Märtyrers Ignatius, bringt ihn seine Mutter Maria im österreichischen Feldkirch auf diese Welt. Es ist offenbar keine leichte Geburt. Als der kleine Franz seinen ersten Schrei tut, stellt der Arzt erschöpft, aber erleichtert fest: Du, aus dir muss etwas Großes werden. Prophetische Worte zu Beginn eines jungen Lebens. Gleich am nächsten Tag zu Marie Lichtmess lassen die tiefgläubigen Eltern ihre Neugeborenen im Dom von St. Nikolaus taufen. Ihr Kind soll ein Geschenk für die Gottesmutter werden. Damit verbunden, die Hoffnung, der Sohn möge sein Leben lang unter ihrem Schutz stehen. Auch der Segen des heiligen Fidelis von Sigmaringen soll Franz auf seinem Lebensweg begleiten. Der Kapuzinermönch war in der Zeit der Reformation aufgrund seines Glaubens in Graubünden erschlagen worden. Sein Haupt wird bis heute im Kloster seines Ordens in Feldkirch aufbewahrt und noch immer bringen Eltern ihre Kinder hierher, um seinen Segen für sie zu erbitten. Auch Franz wurde nach seiner Taufe das Haupt des Märtyrerpriesters aufgesetzt. Man vertraut dieses Kind der Fürbitte des heiligen Fidelis an und er möge das segnen und in seine Fürbitte hineinnehmen. Nicht? Das ist, man könnte auch sagen, man weiht das Kind diesem Heiligen, vertraut ihm das besonders an. Wir vertrauen uns dem Herzen Jesu an, der Quelle der Barmherzigkeit, des Friedens, der Erbarmung, der Versöhnung. Wir vertrauen uns der Gottesmutter an, sie soll uns mütterlich beistehen, helfen und so. Hier geht es um den Glauben.
Ein segensreiches Leben soll der kleine Franz also schon ganz früh in seine Wiege in dem großen Haus in der Mutterstraße gelegt bekommen. Die Voraussetzungen sind gut. Seine Eltern Franz und Maria sind in tiefer Vertrautheit verbunden. 3 Jahre vor der Geburt ihres Zweitältesten, am 30. Juni 1900, hatten die beiden in der Wallfahrtskirche auf dem Frauenberg zu Rankweil den Bund fürs Leben geschlossen. Ihre erste Begegnung sollte fast schicksalhaft dort stattfinden, wo ihr Sohn Franz einmal sein erstes Messopfer feiern wird, in der Wallfahrtskirche Innsbruck-Wilten. Maria erblickte den jungen Studenten Franz, als dieser hinter dem Altar zum Gnadenbild der Gottesmutter aufstieg. Spontan widmete sie ihm ein stilles Gebet. Bald aber schon kommen die beiden ins Gespräch und aus einer zufälligen Begegnung entspringt eine tiefe Liebe. Gekrönt wird diese durch die Geburt ihres Ältesten Andreas. Nach dem kleinen Franz sollten noch 3 Mädchen die Familie vervollständigen: Maria Josefa, Martha und Johanna Anna. Ihr Geburtsort: Bozen. Dorthin war der Vater, ein Finanzbeamter, bereits im Jahr der Geburt von Franz versetzt worden. Auch dort trifft es die Familie gut an, zumindest räumlich. Sie bezieht die Villa Schaller in der Quirainer Straße. Für den kleinen Franz beginnt hier eine gesundheitliche Leidensphase, die sich in vielfältiger Form durch sein weiteres Leben ziehen wird. Er erkrankt schwer. Nur die aufopfernde Pflege seiner Mutter lässt ihn wieder gesunden. Zum Dank wird sie ihm am frohen Leichnamstag 1903 den vorbeiziehenden Heiland mit den Worten hinhalten: Lieber Heiland, wenn du dieses Kind zum Priester nehmen willst, ich schenke es dir von Herzen. Ein weiterer Grundstein, der für seine Berufung gelegt wird? Nur 3 Jahre lebt die Familie in der Südtiroler Landeshauptstadt. Doch Pater Franz Reinisch hat dort bis heute tiefe Spuren hinterlassen. Der Instrumente-Restaurateur Klaus Walter hat ihm sogar ein Lied gewidmet. Der Titel: O lieber Pater Franz. Das Stück spielt Walter auf einer selbst entworfenen Spezialanfertigung, einer Violinzither. Pater Reinisch wird von dem Bozener tief verehrt. Franz Reinisch, ja, das ist eine Leitfigur praktisch. Ich bin überzeugt, dass diese paar Menschen, die den riesen Mut sich zusammengenommen haben, so etwas anzugehen und zu verweigern, wo Millionen andere das nicht gemacht haben. Da kann man nur sagen, wir leben von denen. Nicht, dass alle anderen Unrecht gehabt hätten, weil das hat er ja selbst nie gewollt, dass durch seine Tat andere ins Unrecht gesetzt würden. Aber diesen Mut auf sich zu nehmen, das kommt wirklich von oben, von Gott. Klaus Walter bewundert den Mut des erwachsenen Franz Reinisch, der sich als Priester gegen das Naziregime stellt und damit sein Leben aufs Spiel setzt. Ein Mut, der Zeichen setzt, eine Kraft, die nur aus dem tiefen Vertrauen auf Gott entspringen kann. Mutig ist Franz Reinisch bereits in jungen Jahren, todesmutig schon manchmal, wenn auch aus kindlichem Leichtsinn heraus. Als die Familie nach kurzer Station in Bruneck in der Arnigstraße in Innsbruck Wurzeln schlägt, ist Franz 5 Jahre alt. Ein Lausbub wächst dort heran, der sich gerne auch einmal mit den Kameraden rauft und sich mit Vorliebe auf den Gleisen herumtreibt, um mit aufgeschichteten Steinen die Bahn zum Entgleisen zu bringen. Als quirliger Bursche wird er von Geschwistern und Freunden beschrieben. Seine Schwester Martha erinnert sich nach seinem Tod, er lachte nur so ins Leben hinein. Ernst nimmt er allerdings damals schon seine Rolle als Prediger, wenn er mit dem Bruder und den Schwestern Messe spielt.
Wenn diese ihm nicht in angemessener Weise zuhörten, sei er fuchsteufelswild geworden. Mut, Gradlinigkeit und ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn werden ihm jedoch in der Erinnerung der meisten seiner Weggefährten zugeschrieben. Nach der Volksschulzeit und dem Besuch des Franziskanergymnasiums in der Tiroler Gemeinde Hall entscheidet sich Franz, somit auch wie selbstverständlich, für das Jurastudium und für die Studentenkooperation Leopoldina. Nachdem er bereits als Gymnasiast in der Verbindung Stern-Corona einen Anker fern des Elternhauses gefunden hatte, bieten ihm nun auch die Leopolden einen wichtigen Anlaufpunkt im neuen Lebensabschnitt. Sein Name ist heute bei den Verbindungsbrüdern buchstäblich in Stein gemeißelt. Immobilis sicut patriae montes. Unverrückbar wie die Berge der Heimat. Pater Franz Reinisch hat den Leitspruch der Leopoldina mit seiner Gewissensentscheidung eindrucksvoll gelebt und ihm mit seiner persönlichen Ergänzung steht unser Glaube an Christus und Maria durch sein Lebenszeugnis ein tiefer greifendes Motiv verliehen. Ich glaube, er sollte nicht nur selig gesprochen werden, er müsste selig gesprochen werden. Wenn man ihn vergleicht mit vielen anderen Märtyrern, dann ist sein Martyrium ein ganz besonderes, das sich von den anderen abhebt. Und ich kann verstehen, dass es am Anfang da und dort Widerstände auch in katholischen Kreisen gab, weil man in seiner Haltung auch einen Vorwurf abgeleitet hat, den er sicher nicht als Vorwurf formuliert hat. Er wollte seinen Weg gewissensmäßig gehen, wie er ihn eben sah. Und das ist das Zeugnis, das er auch geleistet hat. Franz Reinisch ist nie den einfacheren Weg gegangen, den Weg des geringsten Widerstandes. Als er nach Exerzitien in Wühlen bei Basel und einem Auslandssemester in Kiel nach Innsbruck zurückkehrt, hat er eine Entscheidung getroffen. Er will Priester werden. Ich sah das religiös-sittliche Elend dieser Hafengroßstadt mit den Augen der Exerzitien an. Da brach in mir die Sehnsucht auf, für Christus Seelen zu gewinnen. Schreibt er am 23. Juli 1942 rückblickend in sein Tagebuch in der Gefängniszelle in Berlin-Tegel. Seine Eltern zeigen sich zunächst skeptisch, willigen aber ein, solange er das juristische Studium nebenbei fortsetzen werde. Ein zweites Standbein, falls die Theologie doch nichts für ihn sei. Im Wintersemester 1923 beginnt er sein theologisches Studium an der Universität Innsbruck. Seinen studentischen Frohsinn verliert er dabei nicht. Er ist nach wie vor ein Leopolde, genießt wilde Tanzabende und das ein oder andere Glas. Als er jedoch zwei Jahre später in das Priesterseminar in Brixen eintritt, muss er sich von dieser Art von Geselligkeiten verabschieden. Und nicht nur das, auch seiner Bekannten Ludovica Linhardt, einem Mädchen aus protestantischem Hause, gilt ein schmerzhaftes Lebewohl. Es wird ernst. Der Weg zum Priestertum ist beschritten. Es ist ganz sicher, dass er immer wieder an seine Grenzen gestoßen ist. So das Studium selbst hat ihn ja vielleicht nur zum Teil interessiert. Was er von ihm wissen ist, dass die Noten jetzt nicht so berauschend waren, also Mittelfeld gut befriedigend. Was darauf hinweist, dass er, der eigentlich ein blitzgescheiter Kerl war, noch alles Mögliche im Kopf hatte. Hier in diesem Haus wissen wir, dass er auch beim Kartenspielen sich manchmal zurückgezogen hat und es gibt schöne Fotos im Außenbereich, wo er mit seiner Zigarette dasteht und man merkt, es ist ein junger Kerl, der einfach sein Leben auch genießen will. Also dieses Brixen und Seminar steht für eine Phase eines, würde ich sagen, spätpubertierenden, aber eines jungen Mannes, der einfach ganz normal ist und einfach vielleicht auch Ängste hatte vor dieser großen letzten Entscheidung. Viele Jahre später notiert Franz in seinem Tagebuch: Brixen war eine herrliche Zeit. Überdies waren in meinem ersten Jahre auch Palutinerfratres dort, worunter ein Frater Weikenand mir besonders zusagte.
weil er auch farbentragender Hochschulstudent war wie ich zu meiner Zeit der Universität. Mit diesem korrespondierte ich auch weiter, nachdem sie weggezogen waren. Und dieser Kontakt soll wegweisend für den jungen Priester sein. Franz wird am 29. Juni 1928 in der Pfarrkirche St. Jakob in Innsbruck von Bischof Dr. Sigismund Weitz zum Priester geweiht. Nur zwei Tage später, am 1. Juli, feiert er die Prämitz in der Wallfahrtskirche Unserer lieben Frau unter den vier Säulen in Innsbruck. Eltern und Geschwister versammeln sich um den jungen Neupriester. Feierlich wird das besondere Ereignis mit Musik und Gesang begangen und Franz von vielen guten Wünschen begleitet. Seiner Mutter bleibt ein denkwürdiger Moment von diesem Tag in Erinnerung. Eine Frau näherte sich ihr und erklärte: Dieser wird einmal als Märtyrer sterben. Zur Prämitz meldet sich auch der Palutiner Richard Weigenand bei Franz mit einem Brief aus dem fernen Amerika, wo er inzwischen seelsorgerisch wirkt. Ein Satz löst in dem jungen Priester Rheinisch ein wahres Beben aus. Es würde mich freuen, dich als Mitbruder einmal begrüßen zu können. Der Stein ist ins Rollen gebracht. Am 3. November 1928 tritt er als Priesternovize in die von Vinzenz Palotti gegründete Gesellschaft ein. Franz Rheinisch hat in Brixen studiert und dort hat er Palotinerstudenten kennengelernt und die haben ihm natürlich von Vinzenz Palotti erzählt. Und die Vision von Vinzenz Palotti, dass alle Christen, Frauen und Männer, Apostolinnen, Apostel sein sollten, das hat ihn sehr bewegt und das hat ihm derart gefallen, dass er an der Tür dieser Gemeinschaft angeklopft hat. Würden Sie so gut sein und mir alle Tabakwaren abgeben? Dieser Satz des Novizenmeisters am ersten Abend im Schloss Untermerzbach, dem damaligen Sitz der Palutiner bei Bamberg, ist für den leidenschaftlichen Raucher Rheinisch wie ein Schlag ins Gesicht. Ich glaubte, mich hätte der Blitz getroffen. Blickt er Jahre später während seiner Haft in Berlin-Tegel auf diesen für ihn schockierenden Moment zurück. Der kalte Entzug, gepaart mit den strengen Regeln des Noviziats, lassen ihn bald an seiner Entscheidung zweifeln. Ein innerer Kampf beginnt. Der einzige Gedanke? Flucht. Eines Abends will er versuchen, über die hohen Mauern zu fliehen. Ein erster Sprung missglückt. Er wandert unruhig im Park umher, kommt an einer Lourdes-Grotte vorbei und vernimmt innerlich ein eindringliches Bleib. Der Bann ist gebrochen. Er bleibt. Das Rauchen indes kann er loslassen. Zwei Jahre später ist sein Noviziat beendet. Eine Zeit herrlichster seelischer Blüte. Wie er später schreibt, an die er sich immer mit Wehmut und Sehnsucht erinnere. Emotionalen Halt, den findet er während dieser Jahre vor allem außerhalb der Schlossmauern. Bei Familie Schilling ist er ein gern gesehener Gast. Mit der jungen Leni, die später mit ihrem Ehemann Heinz Weingärtner nach Buchen im Odenwald umsiedeln wird, verbindet ihn über Jahre eine Brieffreundschaft. Sie erinnert sich. Wie ich 21 war, musste ich das erste Mal wählen gehen. Und wie wir dann heim sind, waren noch ein paar Fratres dabei. Die mussten alle den gleichen Weg gehen wie ich, also heimwärts. Und dann sagte er, na, haben Sie gut gewählt? Habe ich gesagt, in Hitler nicht. Und da hat er gesagt, brav, Lidl. Das vergesse ich nie. Pater Rheinisch kam immer mal runter. Ich habe ein Klavier bekommen und da hat er furchtbar gern Klavier gespielt und ich musste dann singen. Ob schön war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall musste ich dann immer singen. Ne? Und er ist gern in meine Familie gekommen. Um Kraft zu tanken und trotz aller wiederkehrenden Zweifel und Prüfungen, die ihm eigene Heiterkeit und sein zuweilen stürmisches Tiroler Temperament nicht zu verlieren, scheint es.
Er ist beliebt, vor allem bei den Studenten, die der mittlerweile 27-Jährige in Philosophie unterrichtet. Am 8. Dezember 1930 feiert er seine erste Profess. Nur wenige Monate später, im Mai, begleitet er seine Schwester Maria bei ihrem Eintritt in die Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz in Hall in Tirol. In diesen ersten Priesterjahren und darüber hinaus ist Pater Franz immer einmal wieder in Bruchsal anzutreffen. Hier kommt er vor allem in den Jahren 1931 und 32 zur Erholung in St. Paulusheim der Palutiner. Aber auch Aushilfen stehen dort viele Male auf seinem Programm, wie hier im Gefängnis oder im sogenannten Siechenhaus in der Stadtkirche und den umliegenden Gemeinden und natürlich im Paulusheim. Ab August 1932 ist Franz dort Stellvertreter des Rektors. Doch nur einen Monat lang, denn im September zieht es ihn nach Salzburg zum Studium. Als Palutinerpater wird er in den folgenden Jahren immer wieder Station im Bruchsal machen. Pater Reinisch ist beliebt bei den Gottesdienstbesuchern. Seine leidenschaftlichen Predigten kommen an. Er hinterlässt dort einen tiefen Eindruck, weil er kein Blatt vor den Mund nimmt. Schon damals ist er ein Freund der klaren Worte, die bis heute bei den Mitbrüdern der nachfolgenden Generationen nachhallen. Ich muss sagen, Pater Franz Reinisch bin ich immer begeistert von Folgendem. Was ich von ihm weiß, ist, dass er ein hervorragender Prediger war, dass er wunderbar auch mit jungen Menschen umgehen konnte, sie begeistern konnte für seine Ideen. Ich fasse das mal zusammen mit dem Wort für sein christliches Menschenbild, das er verkündet hat. Und da konnte er einfach begeistern, weil er selbst ein Begeisterter war. Und das war, wenn ich das dazu fügen darf, nach meiner Meinung auch die Gefahr in seiner Zeit, der Nazi-Zeit. Er nahm Menschen mit, er begeisterte andere, er konnte Menschen für sich, für die Kirche, für Christus, wie immer man das ausdrücken will, gewinnen. Und daher war er so gefährlich. Doch bevor er sich den Mund nach Hitlers Machtergreifung noch sehr schmerzhaft verbrennen wird, absolviert er zunächst noch sein viertes Jahr des Theologiestudiums in Salzburg. Dort wohnt er mit anderen Studenten im Johannesschlössel hoch über der Stadt und besucht tagsüber fleißig Vorlesungen. Das Abschlussdiplom in der Tasche wird er 1933 nach Friedberg bei Augsburg beordert, dem Sitz des Provinzialats der Palutiner. Im Herbst des nachfolgenden Jahres kehrt Franz wieder zurück nach Salzburg und löst Pater Habich im Amt des Spirituals und Beichtvaters ab. Im Frühjahr 1935 wird er von diesem Posten wieder abberufen. Wegen Anschwärzung durch ein paar Theologen bei Rektor Haberstroh, Reinisch wolle alle zu Schönstädtern machen, wird er mit sofortiger Wirkung seines Amtes enthoben und nach Konstanz in das Haus St. Josef versetzt. Ein bitterer Abschied. Wenn Franz Reinisch von etwas begeistert war, dann ganz. Und er hat nicht hinterm Berg gehalten, er hat davon erzählt. Und das haben manche empfunden, als wolle er alle zu Schönstädtern machen und sich entsprechend gewehrt. Aber Franz Reinisch war von dieser Idee so begeistert und so beseelt, dass er das auch zum Ausdruck gebracht hat. Wegen des Predigtverbotes in Deutschland jedoch wird Pater Reinisch erneut auf dem Mönchsberg in Salzburg eingesetzt, dieses Mal aber in der Berufungspastoral und als Vizerektor und Präfekt der Studenten. Von hier aus übernimmt er Seelsorgeraushilfen und macht Besuche in Schönstadt, Bruchsal und Innsbruck. Schönstadt, hier findet Pater Reinisch in der Kapelle seinen Seelenort. Im August 34 zieht es ihn zum ersten Mal für einen rund vierwöchigen Aufenthalt dorthin. In dieser Zeit lernt er Pater Josef Kentenich und sein Wirken kennen. An diesem Ort findet der leidenschaftliche Theologe die Verwirklichung der Ideenwelt und des Apostolatswerkes seines geistlichen Vaters Vinzenz Pallotti realisiert. Pater Reinisch hat 1933, meine ich, Schönstadt kennengelernt, als er nach Friedberg kam und dort in Provinzialat
mit schönstädtischen Zeitschriften, vor allem der Zeitschrift Saal Terre, der damaligen Zeitschrift der Schönstadtpriester, in Kontakt gekommen ist. Und da fand er eigentlich all das wieder, was ihm selber wichtig geworden ist. Seine Beziehung zu Maria und das, was ihm von seiner Gemeinschaft her, von der Gesellschaft der Palottiner wichtig war, nämlich die Ideenwelt des Vinzenz Palotti. Wer ein echter Palottiner sein will, muss Schönstädter sein. Worte, die Franz im Kreise einiger seiner Mitbrüder in den Jahren danach Kritik und Ablehnung einbringen. Sein Herz ist jedoch vollkommen für die Idee Schönstadts entbrannt. Angefacht hatte dieses Feuer die Bestattung der im Ersten Weltkrieg gefallenen Helden-Sodalen Hans Wormer und Max Brunner. Deren Beisetzung fand während seines ersten kurzen Aufenthaltes am 21. August statt. Genau 8 Jahre vor seinem Todestag. Heute liegt sein Grab neben den Ruhestätten der beiden jungen Männer, die in Frankreich im Kampf ihr Leben gelassen hatten. Die Freiheit des Einzelnen, die Würde der individuellen Persönlichkeit, Maximen, an denen die Schönstädter im Widerstand gegen die Gleichschaltungspolitik des NS-Regimes beständig festhielten. Grundwerte, die auch Pater Franz Reinisch in den kommenden Jahren vehement vertreten wird. Seine radikale Entschlossenheit führt ihn in den Folgejahren an verschiedene Seelsorgeposten. Eine Versetzung folgt der nächsten, im November 1938 dann die Heimkehr nach Schönstadt. Seine Verantwortungsbereiche, die Mission und die Männerseelsorge. Arbeitsfelder, die ihn bald in den Fokus der Gestapo rücken sollen. Franz Reinisch war sehr früh klar, die Nazi-Ideologie ist mit dem Christentum unvereinbar. Ähnlich wie Dietrich Bonhoeffer hat er formuliert, entweder Christ oder Nationalsozialist. Und das christenfeindliche und kirchenfeindliche Treiben hat er im Gau Tirol hautnah miterleben, miterleiden können. Denn Franz Hofer, der Gauleiter, wollte dem Führer ein klosterfreies Tirol übergeben. Und Reinisch hat da sehr, sehr schnell gespürt. Es ist nur möglich, diesem Mann, diesem Hitler, den er ja Belial nannte, zu widerstehen und ihn auf keinen Fall mit einem heiligen Wort, mit einem Eid zu unterstützen. Die Gestapo hat ihn im Visier. Seine Oberen schicken ihn von einem entlegenen Ort zum anderen. Er darf ja nicht mehr predigen, hat also keine feste Seelsorgestelle und kann somit ohne Probleme zum Wehrdienst eingezogen werden. Das will man verhindern. Schließlich hatte sich der meinungsstarke Priester bereits mehrfach im Kreise der Mitbrüder zum Regime geäußert, wie der Rheinisch-Forscher Pater Dr. Werner Weicht in vielen Zeitzeugenbefragungen in Erfahrung gebracht hat. Rheinisch hat auch immer wieder, wenn man ihn darauf angesprochen hat, gesagt, den Eid auf das deutsche Volk leiste ich. Aber nachdem der Eid, die Eidesformel verändert worden ist, dass man auf Adolf Hitler den Eid leisten musste, das mache ich nicht, denn er ist ein Verbrecher. Das hat er öfters mal so unter der Hand bei Mitbrüdern auch gesagt, dass die wussten. Die wussten auch, wenn es auf hart kommt, der gibt nicht nach. Ne? Und da war dann wahrscheinlich auch die Taktik der Obern, ihn immer wieder zu versetzen. Doch alle Taktik hilft nichts. Am 1. März 1941 erreicht ihn der Bereitschaftsbefehl, gefolgt von einem weiteren im August. Es wird ernst. Im Januar 1942 nimmt er endgültig Abschied von Schönstadt. Seine letzte Seelsorgestelle führt ihn nach Wegscheid im Bayerischen Wald. Der buchstäbliche Scheideweg auf seinem Lebenspfad. Hier erreicht ihn der Stellungsbefehl. Er soll sich am 14. April in der Bad Kissinger Kaserne melden. Sein Entschluss steht fest. Er wird den Fahneneid auf Hitler verweigern. Den Eid, den Soldateneid auf die nationalsozialistische Fahne, auf den Führer, darf man nicht leisten.
Das ist sündhaft. Man würde ja einem Verbrecher einen Eid geben. Hatte er bereits 1939 aus voller Überzeugung bei einem Tischgespräch erklärt. Doch bevor er den schweren Weg nach Bad Kissingen antritt, drängt es ihn zu den Eltern nach Innsbruck, um Abschied zu nehmen. Er geht mit ihnen zum städtischen Westfriedhof, betet mit ihnen gemeinsam den Kreuzweg. Seine stille Form, um ihnen seine Entscheidung mitzuteilen. Angesichts der Kreuzwegdarstellung des Leichnams Jesu im Schoß Mariens fragt er seine Mutter: Kannst du auch eine Schmerzensmutter sein, die nicht zusammenbricht? Seine Mutter darauf: Wenn Gott mir die Kraft dazu gibt, dann werde ich es können. Der 14. April 1942. Pater Franz Reinisch feiert seine letzte heilige Messe am Seitenaltar der Herz-Jesu-Kirche der Redemptoristen in Innsbruck. Sein Vater ministriert. Was wird in ihm in diesen letzten stillen Minuten vor seiner Abreise nach Bad Kissingen vorgegangen sein? Sein Sterbelied. Er schrieb es am 9. August in seiner kleinen Gefängniszelle in Berlin. Nun ist es eine Hymne der Schönstadtjugend. Auf den Spuren Pater Reinischs sind diese jungen Männer aus verschiedenen Orten Deutschlands kommend unterwegs. Sie suchen seine Nähe hier an diesem letzten Ort der Ruhe für den mutigen Priester. Die Faszination, die von der Person und der Entscheidung, seiner Gewissensentscheidung ausgeht, dass er sich im Bewusstsein der Konsequenzen dafür entschieden hat, sich für sein Gewissen und gegen den Fahneid zu entscheiden, das ist eine sehr starke Entscheidung, die ich auf eine starke Persönlichkeit zurückführe und die ich sehr faszinierend finde. Pater Reinischs Entscheidungsweg hat Spuren in allen Generationen hinterlassen. Dr. Dr. Peter Pichler setzt sich seit Jahrzehnten für eine Seligsprechung seines Verbindungsbruders ein. Pater Reinisch ist seit jeher ein Vorbild, denn er hat seinen Glauben bis zu seinem Tod immer treu dazu gestanden, im Sinne des Wahlspruchs der Leopoldiner, Immobiles sicut patriae montes, und er hat es ein bisschen abgewandelt mit sicut patriae montes, stets den Glauben zu Christus und Maria. Unverrückbar wie die Berge der Heimat. Der Leitspruch der Leopoldiner ist zu Pater Franz Reinischs Lebensmaxime geworden. Er hat lange mit sich gerungen. Nun, an diesem Punkt steht für ihn fest: So oft ich auch mein Gewissen überprüfe, ich kann zu keinem anderen Urteil kommen. Und gegen mein Gewissen kann und will ich mit Gottes Gnade nicht handeln. Ich kann als Christ und Österreicher einem Mann wie Hitler niemals den Eid der Treue leisten. Eine klare Aussage, die für ihn tödlich enden wird. Das ist Pater Franz Reinisch an jenem Tag im April vollkommen bewusst. Hitler ist 1942 auf dem Höhepunkt seines Eroberungsfeldzuges. Seine Truppen drängen die Briten auf Ägypten zurück. In Russland marschieren die Soldaten in Richtung Wolga und Kaukasus. Wer sich dem mächtigen Diktator und seiner Maschinerie widersetzt, der hat seine Daseinsberechtigung im Dritten Reich und nicht selten sein Leben verwirkt. Der ehemalige Innsbrucker Bischof Dr. Manfred Scheuer hat als Postulator den Seligsprechungsprozess für den österreichischen Bauern Franz Jägerstätter begleitet. Dieser starb ein Jahr später nach Franz Reinisch unter demselben Fallbeil in Brandenburg-Görden. Auch Jägerstätter hatte den Kriegsdienst verweigert. Die Geschichte Franz Reinischs soll ihn in seinem Entschluss bestärkt haben.
Jägerstätter wurde im Jahr 2007 selig gesprochen. Sein Martyrium wurde von Papst Benedikt XVI. Anerkannt. Bischof Dr. Manfred Scheuer hat sich im Zuge des Seligsprechungsprozesses für Jägerstätter ebenfalls intensiv mit dem Entscheidungsweg Pater Franz Reinischs beschäftigt. Ich denke, bei ihm ist die Frage des Martyriums eindeutiger und klarer sogar als bei den meisten anderen, und zwar auf der Linie der altkirchlichen Märtyrer, die ein klares Nein gesagt haben, Nein zum Kaiser oder Nein zum Beispiel auch zum Kriegsdienst damals. Das ist eine Buchstabierung des Taufbekenntnisses in einer konkreten, geschichtlich finsteren Zeit, würde ich sagen. Das heißt, Reinisch hat ein klares Nein oder ich widersage dem Bösen gesagt. Insofern hat er die Taufe gelebt oder auch seine Ordensgelübde. In Bad Kissingen erwartet man den designierten Soldaten Franz Reinisch am 14. April zum Appell. Er jedoch zögert bewusst seine Anreise hinaus, erscheint erst einen Tag später in der Kaserne. Ein erstes Zeichen des Widerstandes, das er dem Regime klar und deutlich sichtbar entgegensetzt. Sie scheinen wohl keinen Wert darauf zu legen, Soldat zu werden, stellt man in der Schreibstube schon ganz richtig fest. Franz erklärt mit fester Stimme, er würde dann darauf Wert legen, wenn er einem anderen Regime zu dienen hätte. Klare Worte. Für ihn gibt es kein Zurück mehr. Der Soldat wird zum Häftling. Da helfen keine der zahlreichen Überredungsversuche von Abgesandten der Provinzleitung in Friedberg oder sogar von den militärischen Handlangern des Regimes. Franz hat seinen Entschluss gefasst. Dafür wird ihm heute in Bad Kissingen ein Denkmal gesetzt, in vielerlei Hinsicht. Wie man schon sieht, wir tragen die Augen von Pater Franz Reinisch, tragen wir auch auf unserem T-Shirt. Und dann erinnern wir halt immer so ein bisschen zurück, was er getan hat, dass er eben an seinem Glauben festgehalten hat. Ja. Also ihr seid ja schon rege unterwegs, denke ich. Ja. Wunderbar. Was denkst du denn, warum ist Pater Reinisch noch so ein großes Vorbild für die Jugend? Weil er halt an seine eigene Meinung halt geglaubt hat und sich nicht beeinflussen hat. Und was heutzutage ja sehr oft passiert, dass man zum Beispiel durch Medien oft eine Meinung oder so eingehauen bekommt sozusagen. Und es ist halt besser, wenn man halt sich eine eigene Meinung bildet. Und das hat er ja eigentlich gemacht und auch wirklich durchgesetzt und nicht nur für sich behalten. Er hat sich vor allem auch als einziger christlicher Priester wirklich an seinem Glauben festgehalten und hat es halt durchgezogen bis zum Ende. Für diese klare Entschlossenheit wird Pater Franz Reinisch generationsübergreifend in der unterfränkischen Kreisstadt bewundert und verehrt. Franz Reinisch ist Priester und gerade an der Stelle, wo ich als Priester mich auf meine Überzeugung besinnen muss, also auch gegen den Strom mal mich stellen muss. Auch in der Kirche gibt es Strömungen, wo man nicht immer einfach alles so mitmachen kann. Da ist er mir schon ein Vorbild. Also mich wirklich nach meinem Gewissen zu richten, sind oft schwere Entscheidungen, sondern so ein innerlicher Prozess. Aber da kann ich mich an ihm schon festmachen. Wo ich sage, er ist so wirklich keine faulen Kompromisse. Das gibt er mir. Mehr noch. Seinen hiesigen Verehrern gibt er Halt und Hoffnung und manchmal auch ein neues Leben. Es war 1987, da hatte ich einen schweren Autounfall gehabt und war schwer im Koma gelegen, 2 Wochen und im Vierteljahr im Krankenhaus. Konnte nicht mehr laufen, konnte nicht mehr sprechen, musste alles wieder lernen. Und der Pfarrer hat mir schon die letzte Ölung gegeben und hat auch gesagt, sowas hat er noch nicht erlebt in seiner Laufbahn. Ich konnte aber singen, konnte ich noch, und das war schon Wahnsinn. Ja, und seitdem ist es viel gebetet worden für mich, hier in Kissingen zum Glück. Und der Pater Reinisch hat das Gebet erhört und hat mir sehr geholfen, dass ich wieder so da bin, wie ich jetzt bin. Gebetet haben für Toni Seller die Mitglieder der Bad Kissinger Schönstadtgruppe. Seine Mutter Erika richtet seit vielen Jahren ihre Anliegen an Pater Franz, genau wie ihre Mitstreiter. Ein Reinisch-Relief, gerettet aus der Kapelle der ehemaligen Kaserne,
und ein Büchlein machen in der Gruppe regelmäßig die Runde und versprechen Trost und Hilfe. In unserem Fall steht es in unserem Hausheiligtum. Hausheiligtum bedeutet, das ist die Schönstattmutter Gottes. Die ist bei uns in unserer Wohnküche und daneben im Herrgottswinkel steht unter dem Kreuz der Pater Rheinisch. Und da betet man dann sowieso die kleine Weihe zur Gottesmutter, des Liebesbündnis, mit der er ja innigst verbunden war, und trägt ihm auch seine Sorgen und Nöte vor, die gerade in der Familie sind, und dankt ihm auch dann. So geht das. Und dann macht man aus Dank dann auch einen Eintrag in das Büchlein, damit er das auch irgendwo verewigt ist. Oder man widmet dem mutigen Priester ein Haus. Viele Jahre lebten hier die drei Schwestern Amanda, Hermine und Erika Englert. Ihren Besitz stellten sie im hohen Alter der örtlichen Schönstattjugend zur Verfügung. Seitdem kennt man das Anwesen unter dem Namen Rheinischhaus. Und der hier lebendig gewordene Geist des gewissenstreuen Priesters sollte die sich hier versammelnden jungen Leute tief beeindrucken und für ihr weiteres Leben prägen. Ich muss Ihnen sagen, ich habe 2010 in diesem Haus Rheinisch schon heilig gesprochen. Und die Frauen, die hier gewohnt haben, die drei Lehrerinnen, die haben zu mir in der Radiosendung gesagt, ich brauche das nicht, hat die eine gesagt, ich rufe ihn immer wieder an. Ja, und so mache ich es eigentlich auch, aber der Prozess ist wichtig, um wirklich alles nochmal ganz genau und penibel zu prüfen. Heute wohnt in diesem Haus der 12-jährige Noah mit seiner Familie. Beim Auszug der Schönstattgruppe hinterließen ihm deren Mitglieder einige Biografien über Pater Franz Rheinisch. Dessen vom Glauben beflügelte Gewissensentscheidung hinterließ bei dem Teenager einen tiefen Eindruck. Das ist bestimmt sehr wichtig, dass er halt zu Gott, an Gott geglaubt hat und auch nach seinem Gewissen und nicht, was die anderen sagen, gemacht hat. Hier in der ehemaligen Bad Kissinger Kaserne verleiht Pater Rheinisch seiner im Gottvertrauen getroffenen Entscheidung zum ersten Mal offiziell Ausdruck. Er verweigert den Fahneneid auf Hitler. Vor der Wehrmacht habe er Respekt und auf das deutsche Volk könne er den Eid leisten, aber auf einen Mann wie Hitler, einen Verbrecher, nie. Alle Überzeugungsversuche der Offiziere oder des angereisten Mitbruders Provinzialrat Pater Nägele aus Friedberg stoßen auf taube Ohren. Selbst der drohende Ausschluss aus der Gemeinschaft der Palutiner, der ihm nun offiziell in einem Brief des Provinzials Pater Josef Frank angedeutet wird, kann ihn nicht zu einer Kehrtwende bewegen. Ich denke, rede und handle nicht, was und weil es andere denken, reden, handeln, sondern weil das meine innere Überzeugung ist. Franz Rheinischs Entschluss steht fest. Sein Schicksal ist besiegelt. Für ihn geht es nun ins Zuchthaus nach Berlin. Doch nicht auf dem direkten Wege. Begleitet wird Pater Rheinisch von dem Feldwebel Sebastian Hauer. Ein Glücksfall. Dieser ermöglicht ihm auf dem Weg in die Hauptstadt, ein letztes Mal die heilige Eucharistie zu feiern, in einer Nacht- und Nebelaktion in der Bamberger Pfarrei St. Gangolf. Bamberg, eine beachtenswerte Ortsmarke in Rheinischs Biografie. Hier muss er sich beispielsweise im Jahr 1930 eine Halsoperation unterziehen. Hier hält er Exerzitien und Kurse, zunächst noch öffentlich, später dann, nachdem über ihn das Redeverbot verhängt wurde, im Geheimen. Das Haus von Thea Raab, einem Mitglied der damaligen Schönstattgruppe, wunderschön an der Regnitz gelegen. Direkt gegenüber das alte Wasserwerk Hotel Brudermühle. Hier nahm Pater Rheinisch bevorzugt Quartier, vis-à-vis dem Wohnzimmerfenster von Fräulein Raab. Wer konspirative Treffen plant, der muss sich im Auge behalten. Auf dem Marienberg nahe Bamberg, in Dörn-Wasserloos bei Scheslitz, hat die Schönstattbewegung ein Rheinischhaus gestaltet. Das Konversionsgelände erscheint heute bunt und frei. Nichts erinnert mehr an eine Kasernenlandschaft. Vor dem Rheinischhaus hat man einen Findling mit einer Gedenktafel aus der ehemaligen Hauskapelle vom Noviziat der Palutiner in Untermerzbach angebracht.
Im Haus Kunst. Ein XXL-Rheinisch-Vita-Gemälde vom Pfarrer Hornung beispielsweise. Und ein modernes Rheinisch-Porträt. Der Künstler, der ehemalige Regens der Diözese Bamberg, Martin Ehmke. Sein Werk, ein frühes, aus seiner Jugendzeit. Und immer wieder leuchtet in diesem Haus ein gut konzipiertes Farbspektrum. Gelb für Kommunikation und Wachstum, Rot für Pater Rheinischs Martyrium und für die Fähigkeit, Farbe zu bekennen, und Blau für die Tiefe des Glaubens. In Bamberg selbst finden seit einigen Jahren auf Nachfrage Rheinisch-Führungen statt. Hanne Widera hat diese gemeinsam mit Martin Ehmke konzipiert. Rheinischs Geschichte hat die Bambergerin direkt gepackt. Wenn ich das lesen tue, was er gemacht hat, also wie er zu seinem Gewissen gestanden hat und wie seine Gradlinigkeit und schon allein dieser Satz unverrückbar wie die Berge meiner Heimat, also dieses Treusein, dieses gerade dazu stehen, also das hat mich total beeindruckt dazu, also. Seine Klarheit im Glauben und dass er 1,5 Jahre gerungen hat, also das muss man schon mal fertig bringen. Die Spuren Rheinischs in Bamberg sind ihre tiefen Abdrücke an vielen Orten zu finden. Die Idee zu einer organisierten Spurensuche lag für Hanne Widera also nicht so fern. Eine Station, St. Gangolf, wo der Häftling Rheinisch seine letzte Messe außerhalb von Gefängnismauern zelebrieren wird. Im ehemaligen Druckhaus der Zeitung Fränkischer Tag hält Franz in der Zeit während seines Redeverbots im Obergeschoss heimlich Gruppensitzungen ab. Die Institutskirche der englischen Fräulein, ebenso ein Anlaufpunkt für Pater Rheinisch. Der Palutinerpater hat einen festen Platz in der Geschichte des Städtchens. Sein Glaubenszeugnis ist ein Wegweiser für seine Bamberger Anhänger. Helles, tiefes Licht in mir und auch in anderen Menschen. Also Pater Rheinisch ist für mich ja der Märtyrer des Gewissens. Und auch in meinem Leben hat er das sehr groß hineingewirkt, dass ich immer wieder versucht habe, sehr geradlinig zu leben, wahrhaftig, authentisch zu leben. Er ist ein großes Vorbild für die Jugend. Er war ja auch ein Luftikus, wie er jung war. Er hat stark geraucht und das hat er dann alles aufgegeben. Und in dem Garten unter Merzbach, da wollte er ja ausreisen. Und da war eine Muttergottesstatue. Und da hat er gehört, wie die Muttergottes gesagt hat, bleib. Und da ist er geblieben und hat halt dann sein Leben geändert. Und das wäre schon für die Jugend schon ein Vorbild, dass die auch mal ihr Leben ein bisschen ändern. Was mich jetzt verbindet und was ich an ihm ganz toll finde, das ist sein Glaube. Ne? Sein Leitsatz war ja unverrückbar, wie die Berge meiner Heimat ist unser Glaube an Jesus Christus. Und das möchte ich auch so, dass ich so einen starken Glauben bekomme. Sein starker Glaube ist es wohl auch, der Pater Franz Rheinisch auf seinem Weg in das Wehrmachtsgefängnis Berlin-Tegel trägt und ihn stärkt. Am 8. Mai 1942 zieht er in die Zelle 533 ein. Eine Einzelzelle im dritten Stock der Abteilung 4. Bei sich hat er sein Trostbuch, das Neue Testament. Und an seiner Seite bald auch ihn, Pfarrer Heinrich Kreuzberg, Gefängnisseelsorger im Zuchthaus. Dieser ermutigt den Todgeweihten, seine Erinnerungen und die Beweggründe für seine Gewissensentscheidung aufzuschreiben. Und er verhilft dem Priester zu kleinen Glücksmomenten in der kargen Einzelhaft. Er bringt ihm heimlich das Allerheiligste. Von nun an kann sich Franz jeden Morgen die heilige Kommunion selbst reichen. Die Gefängnisfahrer waren fast die einzigen, die unter Absicherung einiger Wachtmeister helfen konnten, ganz konkret. Die haben auch Briefe geschmuggelt, wie ich weiß. Und das war an sich verboten, aber das hat eben vieles bewahrt. Ja, dies waren die großen Helfer. Hier in der Witzlebenstraße in Berlin-Charlottenburg endet allerdings der Wirkungsspielraum des Gefängnispfarrers Kreuzberg. In diesem Gebäude befindet sich 1942 das Reichskriegsgericht. Am 7. Juli erlebt Franz Rheinisch an diesem Ort seine Hauptverhandlung.
Angeklagt ist er aufgrund seiner Verweigerung des Fahneneides auf den Führer. Man wirft ihm ein fortgesetztes Verbrechen der Zersetzung der Wehrkraft vor. Dass seine Weigerung zum Wehrdienst auf religiöser bzw. politischer Überzeugung beruhe, sei für seine Schuld strafrechtlich ohne Bedeutung. Die Atmosphäre ist angespannt, vor allem nachdem Reinisch den Hitlergruß des Senatspräsidenten nicht erwidert. Der Palutinerpater hatte sich, dank Pfarrer Kreuzberg, gut auf diese Situation vorbereitet und ist ruhig. Hat eine feste und klare Stimme. Man wirft ihm vor, er sei stolz. Er darf nur wenig reden. Einige Ergänzungen zu seinen Personalien. Zum Sachverhalt spricht er wenig, aber wohl drei entscheidende Sätze. Von einer Regierung, die ich nicht anerkenne, lasse ich mir keine Befehle erteilen. Der erste Satz und der zweite? Das ist die Doppelzüngigkeit der jetzigen Regierung. Auf der einen Seite macht sie durch die Gestapo die Priester unmöglich. Und auf der anderen Seite sollen sie wieder ihren Mann stellen. Er wird dann ununterbrochen heruntergekanzelt. Sein Schlusswort? Aufgrund der vorausgegangenen Ausführung des Präsidenten erkläre ich, nein, ich werde nicht den Treueeid leisten. Daraufhin folgt das Todesurteil. Nur wenige Tage später besucht ihn sein Provinzialpater Josef Frank. Seine Botschaft beglückt Franz. Er sei nicht aus der Gemeinschaft der Palutiner ausgeschlossen. Es wird ihm leichter ums Herz. Am 11. August wird er in das Zuchthaus in Brandenburg-Görden verlegt. Hier soll er sterben. In diesen letzten Tagen kämpft er vor allem mit einem, der Todesangst. Sie ist einfach da, ob ich will oder nicht. Bald mit stärkerer, bald geringerer Heftigkeit. Sie ist ein seelisches Feuer, ein sich winden und drehen, Beklommenheit, Enge, ein zusammengepresst sein im Gehirn wie im Herzen. Was ihn in solchen Phasen aufrichtet, sind die Briefe seiner Eltern. Nur Mut, lieber Franzl, schreibt der Vater. Bleib stark, Franzl, die Mutter. Er ist stark, bleibt bei seiner Überzeugung. Franz Reinisch sagt Nein zum Fahneneid auf Hitler, zu einem verbrecherischen Regime. Am Abend des 20. August um 20 Uhr wird ihm noch einmal in seiner Zelle das Todesurteil verlesen. Er soll nur noch wenige Stunden leben. Zur gleichen Zeit versammeln sich Palutiner in allen Niederlassungen, um die alljährliche Novene zum 29. August zu beginnen, dem Fest der Enthauptung des heiligen Johannes des Täufers. Franz Reinisch schreibt einen letzten Brief an seine Familie. Gemeinsam mit dem Gefängnispfarrer Albrecht Jochmann vertieft er sich ins Gebet. Seinen letzten Weg tritt er gegen kurz vor 5 am Morgen des 21. August an. Dass am Anfang wurden die eben einzeln aus den Zellen geholt und vorgeführt. Später mussten die Männer in Reihe sitzen und wurden aufgerufen. So, also das ganz am Anfang wurde ein Glöckchen geläutet. Das hat der Nationalsozialismus auch irgendwann immer, dieses Glöckchen. Pater Franz Reinisch hätte in diesen Momenten vor der Hinrichtung noch einmal das Blatt wenden können. Ein einfaches Ja zum Fahneneid auf Hitler in letzter Sekunde, es hätte ihn vor der Guillotine bewahrt. Doch Franz bleibt stark. Er hat die für ihn wahrhaftigste und klarste Entscheidung getroffen. Ein letzter Segen vom Gefängnispfarrer, dann betritt er den Hinrichtungsraum. Die mussten ihre Hosen festhalten, weil sie schon keinen Gürtel mehr um hatten und hatten einen freien Oberkörper. Sie hatten die Jacke nur umgelegt, die wurde ihnen dann weggenommen. Scharfrichter, walten Sie Ihres Amtes, ertönt der Befehl. Franz wird gepackt und auf die Vorrichtung der Guillotine gedrückt, das Gesicht nach unten. Fast schon im gleichen Moment fällt das Beil. Es ist 5.03 Uhr. Der Palutiner, Franz Reinisch, ist tot.
digno, grandioso, lleno de luz y de sol, todo encendido e inundado por el amor de Dios. María Virgen pura, enciende todo mi ser en tu pequeño santuario como una llama de amor. Am 17. Oktober 1946 wird Pater Franz Reinisch neben der Gnadenkapelle in fallender Schönstadt beerdigt. Neben den Heldensodalen Hans Wormer und Max Brunner, bei deren Beisetzung er auf den Tag genau 8 Jahre vor seiner Hinrichtung dabei war. Heute treffen sich hier jedes Jahr anlässlich seines Todestages die Gläubigen zu einer feierlichen Statio. Ich bin ja kein Jurist, ich bin kein Studierter, sondern ich lebe nur mit einem Hausverstand. Und da habe ich einfach in Pater Franz um Hilfe und um Klarheit angerufen. Und interessant und schön ist es, dass es dann die Entscheidung eine gute und richtige war. Pater Reinisch hat einst versprochen: Wenn ich einmal oben bin, werde ich manche Rose auf die Erde werfen. Reinisch-Anhänger aus aller Welt können dies bestätigen. Zu ihnen gehört auch der Franziskaner Pater Dr. Adalbert Cordas. Er ist Vizepostulator im Seligsprechungsprozess für Pater Franz und verehrt den Palutiner zutiefst. Er ist für mich ein Vorbild, wie man nach dem Gewissen und nach dem Glauben handelt, wie man nach dem Glauben auch konsequent vorangeht, wie man kompromisslos gegen jeglichen Machtmissbrauch entscheidet und der Entscheidung auch treu bleibt. Franz Reinischs Vermächtnis lebt, heute stärker denn je. Wer seine Spuren verfolgt, stößt auf einen Menschen, dessen prophetischer Protest ein Feuer entzündet, das wie ein Flächenbrand die Herzen der Menschen erreicht. Sein Glaubenszeugnis bleibt bestehen, wie die Berge seiner Tiroler Heimat. Ich hoffe, dass der Seligsprechungsprozess sowohl in der Diözese Trier und bei der Seligsprechung Kongregation in Rom positiv über die Bühne geht. Und wenn ich gesundheitlich in der Lage noch sein sollte, wäre ich gerne dabei. Ich habe mich mit seinem Leben durchaus auseinandergesetzt und habe schon eine innere Beziehung zu ihm. Das klingt so fromm, das Wort, aber ich sage es mal, diese Totalhingabe, das war kein Mittelmaß, das war nicht mal hier, mal da, mal sonntags, nein, immer. Das ist großartig und solche Menschen gehören einfach aufs Schild gehoben. Das heißt ja nichts anderes wie selig gesprochen, ein Vorbild sein für andere. Würde es Sie freuen, wenn Pater Reinisch selig gesprochen würde? Auf jeden Fall. Tú eres el signo grandioso, lleno de luz y de sol, todo encendido e inundado. Enciende todo mi ser en tu pequeño santuario como una llama de amor, como una rosa doliente, silente junto a la cruz, dices tú sí al sacrificio, pues Dios lo quiere. Para la misión, aquí me tienes.